So, willkommen zu einer einzigst allerletzten. Was ist was einzigst? Was willst du denn schon wieder? Willkommen. So, willkommen zu einer weiteren Folge Ramses Kitchen. Na, wie habe ich denn den Anfang immer? Ich mache doch immer. Moment. So. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und das wird die allerletzte Folge sein mit Hannes auf dem Kanal vorerst. Denn wir haben gerade noch gestreamt, wir haben noch etliche Videos vorbereitet, die online kommen für euch. Und wir haben heute was gekauft, das wollten wir noch testen. Jetzt haben wir gedacht, komm zum Abschluss, wenn wir das testen, machen wir nochmal ein kleines Video dazu. Geh nochmal los Rewe, hol nochmal ein Bierchen für den Abend und so weiter. Denn was der Hannes gerne trinkt, ist Red Bull Zero, ja. Der ist ja ein richtiger Suchti, der kann das nicht mit Zucker trinken, der muss immer Zero nehmen, aber das schmeckt ihm auch besser. Da holt er sich immer gleich 500 Dosen. Sag mal, das ist das hier. Das sieht so aus, wenn ihr das nicht wusstet. Red Bull Zero, wir wollen jetzt aber keine Challenge machen. Wer schafft in 24 Stunden mehr Red Bull? Ne? Grüße gehen raus an Kanal Phänomenal oder Tu, Urin und Flatti, das könnt ihr ja machen. Wir waren jetzt einkaufen und haben sowas hier entdeckt. C4, Bruder. C4 Frozen Bombsaigel. Was auch immer Frozen Bombsaigel ist. Und gleichzeitig haben wir noch C4 Energy entdeckt. Twisted Limeade. Wäre Hannes direkt abgeneigt gewesen. Aber dann habe ich gesehen, da steht drauf, zuckerfrei, und das ist das. Da ist er hellhörig geworden, da haben die Ohren geschlackert, zuckerfrei. Jetzt kann er statt dem Red Bull einfach mal C4 konsumieren. Ziemlich explosiv, das Zeug. Ja, bestimmt, also da fliegst du hier durch die Decke durch. Steht auch ganz groß drauf, explosiv. Wir haben unser Sitz hier aufgebaut, so sieht das aus. Ja. Ihr habt die schöne Osterdeko, einmal zur linken, einmal zur rechten, einmal ganz hinten, dicke Bäumchen. Wer den Brunnen kennt, weiß Bescheid. Da war ich mit Iswo im Sommer immer drin, auf die dicken Bierparty. Wir haben das jetzt so aufgebaut, da stellen wir euch gleich hin. Das ist nur Deko, das kennen wir ja, deswegen müssen wir das mal zur Seite nehmen. Ja. Jetzt hat jeder zwei C4-Döschen, das probieren wir. Und weil es die letzte Folge ist und ihr wisst, wenn in Ramses Kitchen ja immer Getränke getestet wurden, hat der Ramses ganz traditionell sich am Ende immer eine Dose, 5-0er Dosen Bier reingeschossen, auf Ex. Der Hannes hat gesagt, komm, wir exen gleich drei weg. Ich habe gesagt, übertreib es nicht. Ein reicht, den Rest trinken wir gemütlich. Na deswegen gut. Wollen wir jetzt die C4 testen. Dann nochmal anstoßen zum Abschied. 5-0er Dosenbier, beste. Auch wenn es ihm nicht schmeckt und mir auch nicht. Egal. Muss man immer sagen, das sagt der Sponsorvertrag, der nicht vorhandene. Wir stellen euch jetzt also mal kurz hier ab. Gucken uns mal, so, grün oder blau? Grün, blau. Blau. Grüne, blau. Und es ist natürlich auf der Blau. Blau, ja. Mach mal blau. Das zuerst. Mach mal blau als erstes auf. Obwohl ich denke, dass Frozen Bombsaigel wohl besser ist als Limeade, weil Limeade ist bestimmt Limette und süßlich. Das wird vielleicht was Bäriges sein. Fangen wir mit dem Besseren an. Na gut. Gut, machen wir so. Machen uns die jetzt auf. Hey, der Hannes öffnet seine Dose genau wie der Iswo. Ich mach das immer so von hinten und bam. Und die anderen, die machen das aber immer so. Und greifen das an und rupfen das nach vorne. Wie macht ihr eure Dosen auf, ja? Also nochmal zum, wenn ich die habe, ich gehe mal hier hinter, ziehe mir das so vor mit dem Daumen. Und die anderen, die nehmen immer den Stinkefinger und die ziehen sich die ganze Dose so zu sich selbst hin. Alles gut? Ja. Ist jetzt schon weggeflogen, weil es so bombastisch ist. Ich würde sagen, erstmal Prost hier damit. Erstmal Prost. Lass dir das Munden zuckerfrei, wir können das ja jetzt eh nicht austrinken, wir müssen das gleich alles wieder heimtragen. Und auf aber die Dicken, vor allem auf die Dicken. Mal gucken, High Grüß Kaffein, an Grüße an Iswo, Grüße an alle anderen. Jetzt mal die Bäuche raus, so. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Frozen Bombsaigel. Da steht nämlich, steht da irgendwas überhaupt? Energy to Archiv. Gibt Müdigkeit und Erschöpfung keine Chance. C4 enthält Vitamine wie Niacin, Vitamin B12, die dazu beitragen, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. Gleichzeitig einen normalen Energiestoffwechsel unterstützen. Konzentration, steht auch noch was dabei. Fertig.
aber irgendwie... Apfelsäure hat es drin. Und Zitrussäure. Ach, du hast dir die Nährwerttabelle durchgelesen. Zutaten, ja. Normal steht doch eigentlich immer wenigstens sowas wie koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Blaubeergeschmack oder sonst was. So einen Satz habe ich jetzt gesucht, aber sie machen hier einfach einen auf hochprofessionell und schreiben einfach nur richtige Zutaten hin in Fremdsprachen. Kirschlimettengeschmack hier. Toll. Ganz klein unten dran. Kirsch und Limettengeschmack. Wie hieß es? Frosen Bombseigel. Kirschlimette. Und das andere heißt... Tröstes Limette. Lime-Aid. Und das ist dann nicht mit Limette, oder wie? Nee. Ich bin schockiert. Naja. Wie findest du das so? Ungewohnt. Sehr ungewohnt. Der Geschmack. Ich habe wirklich jetzt gedacht, da kommt sowas Bäriges und ist schön fruchtig, ja? Aber irgendwie das jetzt Kirsch. Ich mag Kirsche nicht. Also Kirsch finde ich komisch zum Trinken. Als Saft vielleicht. Gestern hier saure Kirsche mit Bananennektar. Das war in Ordnung. Aber so finde ich jetzt nicht so pralle. Zum Glück ist es ohne Zucker, sonst wäre es noch schlimmer. Ja. Vielleicht schmeckt es mir auch nicht, weil es ohne Zucker ist. Ich weiß es nicht. Wir nehmen mal das zweite. Am besten erst öffnen und dann gucken, was es ist für den Überraschungseffekt. Jetzt hat das wieder so aufgemacht und ich nicht. Jetzt hätte ich kopieren müssen. Das kann ich ja dann beim 5-0er Dosenbier, damit ich dann sehe, wie das die Profis machen. So. Erstmal. Prost. Auf die Dicken. Jo, auf die Dicken. Mann, schmeckt wie so eine abgestandene Brausetablette, die man sich immer im Wasser reinpackt und dann wird das noch mehlig am Ende. Limette und Zitronengeschmack. Oh. Jetzt ist das Limette-Zitrone. Wieso packen die überall Limette rein? Limette-Kirsch ist doppelt sauer, dann Limette-Zitrone ist doppelt sauer. Handy nicht, Apfel-Zitrone machen können, ist auch sauer, saure Apfel. Ja, egal. Man muss ja nicht alles trinken. Deswegen, weil das so sauer ist und so brennt und es brennt wie ein Gebäude, was in die Luft sprengt, deswegen ist das auch C4 und explosive. Haben wir wo gefunden? Im? Rewe. Rewe. Wart ihr schon mal im Rewe? Schreibt es mal in die Kommentare, egal. Das ist also Rewe. Und weil wir jetzt so beeindruckt sind von der ganzen Sache, nehmen wir uns natürlich das Beste zum Schluss. Jetzt muss ich gucken, wie ein Profi hinten auf- und vorziehen. Es ist im Prinzip derselbe Effekt, also keine Ahnung. Man kann sich auch den Clip in die Nase stecken und mit dem Nasenlappen vorziehen. Das wäre bestimmt auch so. Das mache ich mit meinem Nasenring, das geht schon. Mit seinem Nasenring. Jetzt nehme ich euch für das gute Finish nämlich in die Hand. Würde sagen, Test durchgefallen. Also ich würde die nicht nochmal kaufen. Nee. Hannes auch nicht. Der bleibt lieber seinem Red Bull Zero treu. Das muss ich gleich an Red Bull schicken und dass sie mich sponsern, weil ich das selber bitte, nicht trinke. Ja. Also du kriegst da einen Lebensvorrat gratis. Das wäre doch eine geniale Sache. Das war es jetzt also von Hannes, von Ramses, von uns. Ja. Wir werden uns sicherlich wiedersehen. Auf jeden Fall. Außer er blockiert mich dann, sobald er zurück ist. Ne? Ach. Ist auch schon passiert. Würde ich niemals machen. Also nicht, dass er das schon mal gemacht hat. Nein. Dann habe ich die Deblockierung durch mein Superbrain aufgelöst und seitdem musste er wiederkommen, um rauszufinden, wie ich das gemacht habe, damit er mich jetzt wieder blockieren kann. So, ich würde sagen, das war's jetzt von unserer Seite aus. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Prost. Prost. Und dann tu mal weg das. Auf Exti. Komische... Fladdy lässt grüßen, genau. Jetzt müsste noch ein Kommentar von hinten kommen. Ihr Schweine! Ihr habt Kenny getötet. Ist aber nicht so.
Hast du auch Tränen in die Augen? Ja. Da merkst du, dass du noch lebst. Und diesen Effekt hast du nur beim guten 500er Dosenbier. Nein, ich glaube, das ist egal, was ihr da trinkt. Das ist einfach bitter, schaumig und zu viel Kohlensäure auf einmal. Definitiv. Aber danke für den Abschied. Zwei haben wir noch, die werden wir genießen. Wir sind raus.